Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich habe ein Paket bekommen. Mit. Ich dachte, es ist nur einmal drin, aber ich habe zweimal bekommen. LED-Bänder. Ob ich die mal in meinen Videos zeigen kann, vorstellen kann. Und das passt mir, ehrlich gesagt, super gerade in Kram. Nicht wundern, dass ich habe einen Bonbon im Mund, weil meine Stimme ist noch nicht ganz da. Weil mir mein LED-Band für meine Figuren ja kaputt gegangen ist. Da habe ich ja Defekte drin, da werden nicht mehr alle Farben angezeigt. Jetzt habe ich so ja zweimal 5 Meter. Ja, da könnte man da schöne Sachen mit dran machen. An der Unterseite vom Regal vielleicht auch nochmal lang gehen. Ihr wisst, man kann nie genug RGB haben. Packen wir mal aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Alexa steuerbar sind oder nur über Fernbedienung. Alexa, als Maul. Oder nur über Fernbedienung, nur ich habe keine Ahnung. Ach so, der hat doch, sind doch beide zwei verschiedene Versionen. Hier haben wir den praktisch für Strom. Mit USB. Und dann können wir hier halt Mode einstellen. Wäre für meinen Bilderrahmen ganz gut zum Beispiel. Und wir haben eine Fernbedienung. Aber ich wollte eigentlich eins. Ich hatte eigentlich. Weil das hier, das Bedienungsteil ist ja jetzt hier drin, in diesem durchsichtigen. Die mag ich eigentlich nicht so, weil da kannst du kein Alexa-Teil ranklemmen und sagen, wie das leuchten soll. Müssen wir gucken, vielleicht sind das doch zwei verschiedene. Weil ich konnte mir eins aussuchen. Ich hatte mir eigentlich ein anderes ausgesucht. Aber von der Verpackung her sehen die gleich identisch aus. Beides 5 Meter. Hier haben wir dann so Klebeteile, wo wir sie dann festmachen können. Hier haben wir dann auch eine Fernbedienung. Die sieht exakt gleich aus. Nee, es ist nicht das, was ich wollte. Es ist exakt das Gleiche. Ich wollte eigentlich das andere ohne dieses Plastikpinöppelchen, sondern wo man das ganz normal an einen extra Teil macht, wo man dann Alexa ranmachen kann. Also, ich habe ja vorbereitet, so ein Teil wäre das. Ja, das wäre dann halt so ein größeres Teil, wo dann halt hier Alexa drin ist mit bei, also dass man Alexa koppeln kann. Hier ist das für Fernbedienung. Da kommt der LED ran, ist ein vierpoliger. Hier ist der Code für die App. Gibt es natürlich auch ein kleiner und ein weiß. Ich habe jetzt nur einmal eins hier, damit ihr euch das angucken könnt. Weil ich mir sowas schon fast gedacht habe, weil das so clean aussieht, die Packung. Das ist ja dann schon sehr kurios. Na egal, wir testen das jetzt trotzdem mal. Aber für wen ist denn interessant, dass du das mit USB und dann mit so einem Pinüppelchen? So, das Blöde ist jetzt,
Ich muss das jetzt ein bisschen aufmachen. Weil. Das nicht so lang reicht. So. Und wir können es auch nicht so lange anlassen durch die LEDs. Wenn die auf der Rolle sind, das gebe ich euch auch als Tipp. Zum Testen, okay, aber macht die auf der Rolle nie so lange an. Wenn die auf der Rolle drauf sind und ihr die lange testet und Farben durchtestet und hier und da und macht, das entsteht da trotzdem eine Wärme. Und dann können die darunter leiden und kaputt gehen. So, dann gucken wir mal, was wir mit dem Mode-Knopf machen können. Sieht interessant aus, wenn es auf der Rolle ist. Wir werden denn doch mal eine komplett aufrollen. Und dann ein bisschen was hier rauf machen, so dass es ein bisschen beschwert ist. So. Hier auch, dass wir das uns so ein bisschen angucken können, wie das aussieht. Also so eine, muss ich sagen, so eine Modi habe ich so noch nicht gesehen. Also nur blinken oder was weiß ich und aber bei so einer 5-Meter-Kette. Das gefällt mir. Also, die gefällt mir schon, muss ich sagen. Nur mit dem Anschluss. Ja, gut, sowas könnte Alexa auch nicht steuern. Vielleicht haben sie das deswegen gemacht. Als Sicherheit. So, machen wir mal rot. Grün. Blau. Nochmal rot. Jetzt sehen wir mal die Farben hier durch. Fangen wir grün an. Oh, schöne Türkise. Hoppala, falscher Knopf. So. Ja, so vier verschiedene Helligkeiten. Weiß haben wir auch noch. On, off, on. Color. Können wir jetzt hier die Farben durchgehen? Können mit Musik machen. Beat. Was
Sagen wir hier 30 Minuten, leuchtet sie 30 Minuten und dann geht sie aus. Da haben wir 60, 90, 120. Mode 1 haben wir dann noch. Mode 2, Dre und Auto. Also Auto finde ich gar nicht mal so schlecht. Können wir den Speed dann natürlich hochsetzen auch. Oder wir setzen den Speed komplett runter. Brauche halt halbe Ewigkeit. So, jetzt können wir mal wieder die Modi durch. Cool, also die Modis, wo die Farben nach und nach kommen, finde ich ganz geil. Müsste man dann gucken, wie das auf einer großen Fläche ist. Aber sieht recht geil aus. So, auf. Müssen wir das erstmal wieder wegpacken. Muss ich mal überlegen, wo ich das hinmache. Was ich mir vorstellen könnte, ich könnte es vielleicht unter das Sofa kleben. Also Modi unterm Sofa, also wenn es da so ums Sofa rumliegt, das Licht, das sieht bestimmt recht geil aus. Also für den Stream im Hintergrund wäre das nichts. Also die werde ich nicht. Für die Figuren nehmen ist auch hier viel zu dick. Also das und ich steuere die über Alexa. Obwohl für die Figuren oben wird vielleicht auch geil aussehen. Das ist ja nicht direkt im Stream sichtbar. Aber da komme ich ja hier, komme ich ja nicht ran. Müsste ich dann ein USB-Verlängerungskabel legen, um das praktisch da oben. Aber da komme ich an die Mode-Taste nicht ran, kann ich nur mit Fernbedienung dann steuern. Ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Ums Bild sieht es bestimmt auch recht geil aus. Da muss ich mir nicht auch bald neue machen. Die sind, werden nämlich jetzt schon brüchig, die ich dran habe. Und die sind hier. Da ist die LED. Hier ist halt wirklich nur das Band und die LED. Hier ist halt nicht so eine Schutzschicht drüber. Die Schutzschicht, die ist ganz geil. Das mag ich eigentlich auch sehr. Aber. Das Problem ist bei der Schutzschicht, wenn du so um Bild rum machst, kann es da schon Probleme geben, denn, dass es dann das Gummi einreißt und so. Das ist dann halt natürlich nicht so pralle. Für um Schreibtisch wert noch was. Ja, mal gucken. Weil deswegen bin ich nicht so der Freund von den Dingern, wo du dann halt die Mod-Taste direkt vorne hast. Hier hast du dann halt so ein schweres, großes Ding und der Stromkabel muss da hingehen. Ich hab's eher, wenn du wirklich dann nur die Anschlüsse hast, dann kannst du so eine Verlängerungsschnur legen und legst dir das dann irgendwo hin. Und dann kannst du, hast du da Strom, wo du Strom haben willst und hast dann halt nur eine Verlängerungsschnur da zum Band. Wer kommt denn schon, wenn du oben eine Decke machst, wer kommt denn dann an die Mod-Taste ran? Ja, das ist doch das. Deswegen bin ich da nicht so der Freund von. Aber für um Schreibtisch rum, um Bild rum oder so, da ist das schon okay. Lass mir da schon was einfallen. Kommt erstmal in meinen Schubfach für Smart Home Sachen.
Und mal gucken. Weil ich möchte halt jetzt nicht mein Bild jetzt schon abruppen. Das LED, weil noch geht's. Also er hat keinen Fehler. So wie das LED oben. Oben muss ich demnächst austauschen. Aber ist halt nur, dass das Plastik kaputt ist. Also das Durchsichtige. Aber deswegen muss ich es noch nicht gleich abmachen. Es leuchtet noch in den richtigen Farben und alle drum und dran. So. Werde es euch, wenn es euch gefallen hat, weg euch auch mal unten drunter verlinken. Verlinken. Von Tasmo. Oder ich glaube, das soll ein O sein, Tasmo. Ich verlinke die euch einfach mal. Ich weiß noch nicht, wo ich sie anbauen werde. Weil ich finde den mit den Effekten ganz geil. Na, mal gucken, da finden wir schon irgendwas Schönes, denke ich mal. So, bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.